Herzlich willkommen zum zweiten Schulungsvideo für die 72-Stunden-Webseite für Koordinierungskreise. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir die Co-Kreisseite so grundeinrichten können, dass sie auf euch dann genau zugeschnitten ist. Für die ersten Schritte dafür gehen wir in die Listen- oder Seitenansicht, das ist hier recht egal, und hier auf das oberste Element. Das müsste bei euch dann der Name eures Koordinierungskreises sein. Und gehen hier ganz oben auf Seiteneigenschaften bearbeiten. Hier gibt es wieder eine ganze Reihe von Reitern, die wir aber gar nicht alle brauchen. Sondern wir gehen hier primär auf die Reiter da ganz nach hinten. Auf Social Media und zunächst mal auf das, was hier als Diözesanverbände bezeichnet ist. Was für uns allerdings gerade nicht so passend ist. Ich speichere das gerade mal und klicke hier drauf. Das ist ein Dokument speichern und Webseite anzeigen. Daneben dran hätten wir speichern und Dokument schließen oder hier nur speichern. Wenn wir das machen, geht es hier gleich in einem zweiten Fenster die Seite, um die es geht, auch auf. So, dann haben wir hier oben stehen Koordinierungskreis Name und das ist auch genau das, was hier steht. Da das bei Diözesanverbänden genauso aussieht, ist es hier genauso beschriftet. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich, aber ignoriert das einfach und schreibt dort das rein, was ihr reinschreiben wollt. Zum Beispiel sowas. Speichern. Aktualisieren die Seite. Dann steht jetzt das da. Wichtig, diese Eigenschaften, also sowohl diese Überschriften, als auch die Sachen bei Social Media, die stehen prinzipiell bei allen Seiten, wenn ihr Seiteneigenschaften bearbeitet. Aber nur das oberste Element hier ist das Wichtige. Das, was ihr dort im obersten Element reinschreibt, wird auf alle untergliederten Seiten übertragen. Da das bei Social Media genauso ist, haben wir jetzt erstmal die Sachen drin, die vom Diözesanverband vererbt wurden. Also die Social Media Sachen seht ihr etwa auf der Seite News. Da haben wir hier unten das Symbol für Twitter, für Google Plus und für Facebook. Wenn ich jetzt hier auf Twitter draufklicke, öffnet sich hier ein Feld. Ich bin der Twitter-Text und dann steht ein Link da, der noch auch von der oberen Ebene, also vom Test TV, übertragen wurde. Das sind die Sachen, die wir jetzt anpassen werden. So, für Twitter-Text. In der Co-Kreis, Twitter-Text, Social-Media-Titel, der ist für Google Plus und für Facebook wichtig. Bild könnt ihr im Grunde weglassen, da wird standardmäßig ein 72-Stunden-Logo reingeladen, das ist ja soweit auch sinnvoll. Wichtig ist hier dann auch die Social-Media-URL, das ist insbesondere für Facebook wichtig. Wenn jemand auf Gefällt mir klickt, ist es ja nicht sinnvoll, dass jede einzelne Seite, also mal die Seite News, mal die Seite der Co-Kreis, empfohlen werden, sondern es sollte eigentlich immer die Startseite von eurer Unterseite sein. Die wählen wir jetzt auch hier aus. So, klappen hier den Seitenbaum auf und nehmen hier die oberste Seite, dass die eben bei allen Unterseiten auch als Empfehlung genutzt wird und es dann so gesammelt wird. Das speichern wir jetzt. Nun laden wir die Seite nochmal neu und testen, ob die Einstellungen hier unten funktionieren. Wichtig ist, ihr müsst jeweils bei Twitter, Google Plus und Facebook angemeldet sein, damit das Ganze funktioniert. Klicken wir mal auf Twitter. Dann haben wir hier die richtigen Angaben stehen. Hier unser Text und der Link zu dieser Seite. Bei Google Plus kommt das auch direkt hier.
und schließlich Facebook. Wenn ihr jeweils keinen Account bei den Sachen habt, dann könnt ihr es zwar nicht testen, aber eben darauf vertrauen, dass es trotzdem funktionieren wird. Als nächstes wenden wir uns dann jetzt hier diesen Angaben zu, machen einfach gleich mal das Logo weg und setzen da oben ein neues hin, spaßeshalber, und ändern eben hier die entsprechenden Angaben. Dafür klicken wir hier unten auf die rechte Spalte. Wir sind gerade noch in der Listenansicht, gehen dann besser wieder in die Seitenansicht, weil wir es da auch auf jeden Fall richtig strukturiert sehen. Dann haben wir einmal hier unten das Logo und hier oben dann den Block mit der Anschrift. Jetzt testweise machen wir einfach erstmal das Logo komplett weg. Das heißt, wir bearbeiten es und gehen hier oben auf den Mülleimer für Entfernen. Und widmen uns jetzt mal hier der Anschrift. Ja, hier oben ist es noch einfach. Hochpreis Musterstadt. Das Ganze soll fett sein, also hier auf B. Faxnummer lassen wir einfach mal so stehen. Dann haben wir hier unten jetzt zwei Links. Wollen vielleicht vorher noch eine E-Mail-Adresse einfügen. Dann machen wir hier das jetzt erstmal nur ein Text, damit es zu einer E-Mail-Adresse wird. Markieren wir das Ganze, gehen hier auf dieses Symbol, Weltkugel mit diesem Kettenglied vorne dran, für Link einfügen, wählen hier aus E-Mail und schreiben einfach nochmal das Gleiche. Link setzen. So, dann ist der auch so formatiert. Jetzt sehen wir hier, dass dass hier ein größerer Abstand ist als hier zwischen diesen zwei Sachen, weil wir hier eben einen Absatz haben, also weil wir Enter gedrückt haben. Es gibt aber eben auch noch den einfachen Zeilenumbruch, den wir mit Shift-Enter bekommen. So. Die weitere Verlinkung machen wir jetzt mal zu unserer Homepage. So, hier vorne noch weg. Jetzt haben wir zwar hier den Text geändert, aber wir müssen auch jetzt hier wieder den Link noch anpassen. Kopiere mir einfach mal hier die Adresse und gehe hier wieder auf Link verändern, steht jetzt da, wenn ich hier reinklicke, weil schon ein Link hinterlegt war. Ja, statt Google fügen wir hier das ein und als Zielfenster sagen wir neues Fenster. Wichtig ist jetzt, wenn wir hier einen neuen Link angeben, müssen wir auf Link setzen gehen und nicht nur auf aktualisieren. Aktualisieren würden die anderen Angaben, die wir jetzt erstmal ignorieren können, verändert werden aber nicht der Link, daher auf Link setzen. Mit der Facebook-Seite machen wir es ähnlich. Da schreiben wir einfach hier hinten dran, Kuckreis Musterstadt, Link setzen und gehen auf Speichern. So, wenn wir jetzt die Seite hier neu laden, hat sich das entsprechend verändert. Die E-Mail-Adresse wird zwar unten, also hier unten nicht direkt angezeigt, weil die verschlüsselt dargestellt wird, aber bei den anderen Seiten sehen wir, dass das jetzt geändert ist. Jetzt wollen wir wieder ein Logo haben. Dafür klicken wir wieder hier auf unsere rechte Spalte, um die einzelnen Elemente zu sehen, und fügen hier oben dran, weil wir es jetzt mal oben drüber stehen haben wollen, ein neues Element hinzu. Da wir nur ein Logo wollen, reicht der Seiteninhalt nur Bilder. Die Überschrift wird eh nicht ausgegeben, aber damit wir hinterher wissen, was es ist, nennen wir es einfach Logo und können jetzt hier Bilder raussuchen. Hier haben wir jetzt in unserer Dateiverwaltung einfach schon mal das Logo schon ein paar Mal drinstehen. Da können wir einfach eins nehmen oder könnten hier bei Hochladen auch irgendeine Datei auswählen, die dann in den Ordner, vor dem dieser rote Pfeil blinkt, reingeladen würde. Können wir also auch hier dann entsprechend auswählen. Wenn wir einen neuen Ordner erstellen wollen, geht das nur über die Dateiverwaltung. Wir nehmen einfach jetzt mal hier eine der Dateien, klicken drauf. Wenn wir noch irgendwie eine Beschriftung dazu haben wollen, können wir die hier eingeben. Brauchen wir beim Logo aber nicht.
wenn es beim Anklicken vergrößert werden soll, das wir jetzt auch nicht unbedingt brauchen, können wir das hier anklicken. Oder wir können hier eine beliebige Seite unserer Webseite auswählen, auf die wir verlinken, oder geben einfach eine neue Adresse ein. Wenn das jetzt zu unserer normalen Dekanats-Webseite führen soll, dann können wir das einfach auch hier angeben. So, bei Erscheinungsbild können wir dann noch die Breite und die Höhe anpassen und hier auch die Position. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie das aussieht. Speichern. Seite neu laden. Genau, noch eindeutig zu groß. Machen wir es vielleicht mal 80 Pixel breit. Also Breite 80 Pixel. Die andere Angabe brauchen wir nicht ausfüllen, weil es dann eben entsprechend so umgerechnet wird, dass es dann von den Proportionen passt. Ja, das wäre jetzt ein bisschen klein, aber da könnt ihr eben, je nachdem, was ihr für ein Logo habt oder hier hin oder für ein Bild hinsetzen wollt, das dann eben so anpassen, wie ihr es haben wollt. Aber ihr seht, wenn ich jetzt hier drüber fahre, steht unten links der Link Co-Kreis Musterstadt. Damit haben wir auch das und gehen als letzten Teil der Grundeinrichtung der Seiten hier unten zu den Kooperationspartnern und Unterstützern. Die finden wir hier bei Unterstützer-Logos. Da haben wir zum einen Headline für eine Überschrift. Die könnten wir natürlich ändern. Also die ist hier eben im Text normal eingegeben und hat hier die Formatierung Überschrift 2. Nenne ich einfach mal so. Ja, das BDK-Logo haben wir hier schon stehen und hier ist auch schon ein anderes Bildelement, wo aber noch nichts drin ist. Das nehmen wir jetzt einfach mal und leihen uns gleich einen der Unterstützer des Diözesanverbandes Freiburg aus, nämlich den Europapark, von dem ich schon hier ein Logo habe. Das müssen wir jetzt aber gleich erst noch hochladen. Also gehe ich jetzt hier auf Hochladen, wähle hier dieses aus, klicke auf Hochladen, muss jetzt kurz warten, bis dann die Datei geladen ist. So, jetzt haben wir die auch hier stehen und wählen die einfach mal aus. Hier fügen wir dann noch den Link dazu ein. Europa. Die Größe werden wir gleich auch noch anpassen müssen. Aber wir speichern erstmal wieder und laden neu. Ja, der Text hat sich geändert, nur das Europapark-Logo ist hier noch eindeutig zu groß. Um zu schauen, wie groß das sein soll, könnt ihr euch hier an dem orientieren. Da steht hier bei Erscheinungsbild Höhe 60 Pixel. Also übernehmen wir das einfach, weil die sollten ja möglichst alle gleich groß sein, damit das ordentlich aussieht. Höhe 60 Pixel. Die Einstellung hier kann so bleiben. Speichern und schließen. So, jetzt haben wir das hier passend dazu stehen. Und natürlich werden diese Elemente in der rechten Spalte und eben hier unten dann auf allen Seiten, die der gleichen Vorlage entsprechen, dann auch ausgegeben. Ja, so viel erstmal zu unserer Grundeinrichtung der Co-Kreis-Webseiten und in weiteren Tutorials gehen wir dann auf die weiteren Sachen ein, die ihr noch wissen müsst, um eure Seiten so einzurichten, wie ihr das wollt.